Und damit herzlich willkommen zu diesem Freitag, diesem Versuch, diesen super Einleitung. Oh ja, die Uhr sollte ich noch einstellen. Den Kampf zu gewinnen. Ich hatte heute wieder Dienstbesprechung, das heißt, ich war besonders lange auf der Arbeit. Die besten Voraussetzungen, taktisch zu denken oder auch nicht. Wer hat hier Energieverlust? Ich stand hier gerade so 2 Sekunden, während die Spielengine, also während die KI noch hinterher hing. Dachte so, die greift mich ja gar nicht an. Auch nett, sehr schön. Und ich würde sagen, wir verschanzen uns diesmal nicht. Oder wir versuchen es mal damit, uns nicht gleich zu verschanzen. Sondern gehen gegen die Magier vor. Wobei sie kann hier auf jeden Fall einmal diesen hier machen. Oder sie geht hier einen Schritt vor. Dann hat er inzwischen, ich habe gelesen, ups. Ich könnte nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ach nee. Das... Ach. Ich bin chaotisch böse. Hallo. Dass ihm ein Langschwert in die Hand gegeben wurde von den anderen. Das Buch des Eises. Ja. Bishop liest in seiner Freizeit Game of Thrones. Ja, das Buch von Feuer und Eis. Alles klar, Rezeptbücher. Ach nee, okay, es ist nur ein Rezeptbuch. Schade, ich hätte es lustig gefunden. Stab des Schlafs. Okay, der kann nur zaubern. Ich frage mich, gilt das gegen Githyanki? Wäre sehr schön, aber ich glaube nicht. Und Imschen hier, der kann sich mal den anderen entgegenschmeißen. Hier, die stehen doch gleich alle da. Und seid wachsam. Seid wachsam. Es sind feindliche Kräfte in der Nähe. Piu. So, Bishop. Ah, noch mehr Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank. Ah, ich bin so cool. Ich habe jetzt ein Langschwert. Ja, schön, Bishop. So, wir sind hier umringt von... Wo ist denn der andere? Wo ist denn jetzt der Githyanki-Wächter? War das kein Magier? Wo ist denn der hin? Da. Der ist unverletzt und er hier ist nur kaum verletzt und er hier hat ist gelähmt. Das ist ja schön. Krankheit kurieren und Tote vertreiben würde ich jetzt sehr gerne machen, wirklich. Was haben die denn da hier für ein schönes Symbol? Man weiß es nicht. Ach, sie kann immer noch auch noch irgendwelche Sachen machen, dumme Kuh. Also vielleicht müssen wir uns doch alle verschanzen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Einmal, wo ist denn der nächste Raum? Der ist hier. Nein. Oh, toll, der ist da hinten. So, alle... Okay, die gehen natürlich wieder mal nicht mit. Dann strecken wir mal hier diesen Githyanki-Wächter von hinten nieder. Und den hier bearbeitet Sphinx mal mit einem einzelnen Strahl. Mal gucken, ob unsere Taktik aufgeht. Ich glaube ja nicht. Hat denn unser Herr Bishop? Ich glaube, wir haben ihm alle Heiltränke abgenommen. Natürlich. Natürlich. So, dann heil ihn mal. Und du bist zwar immer noch gelähmt, aber du könntest gegen... Ach, es sind so viele. Deinen Tiergefährten rufen. Ich fürchte mein... Ach, jetzt sind wir auch noch alle stumm. Sehr schön. Nee, ich glaube, das wird so nichts. Und solange diese Schrapnuller hier da ist... kann das auch überhaupt nichts werden. So, der ist immerhin schon verletzt. Noch einmal. Das hier. Du machst dich mal auf dem Weg nach da hinten. Da. Und du bist immer noch gelähmt, oder? Greifen wir an! Du kannst dich ja vielleicht trotzdem auf dem Weg nach da hinten machen. Greifen wir an! Und du kannst dich auf dem Weg nach da machen. Ja, kannst du das dann nochmal machen? Ach, sie ist... Wieso ist denn ihre Bewegungsrate gesenkt? Ach so, weil wir ja hier Schaden erlitten haben. Wir haben ja gar keine fallen lassen, bitte. Oh, wir sind gleich tot. Sehr schön. Ah, ich glaube, das können wir nicht mehr retten. Ja, okay. Gut. Bei den Schatten von Madeleine. Ich versuch's mal nochmal mit einer Weile. Wo rennst du hin? Nein. Ich versuche es mit ein bisschen... eine Weile vielleicht mit 2 oder 3 voranzukommen. Vielleicht mit dem Paladin und dem Needle.
Aber ich glaube nicht. Wie gesagt, die Folge wird wahrscheinlich Überlänge haben. Toll, ich glaube, wir haben keine Tür mehr. Schade. Naja, die Folge wird auf jeden Fall Überlänge bekommen, denke ich mal. Es sei denn, wir werden davor durchkommen, was ich irgendwie nicht glaube. Aber vielleicht ja mit Eleni und Bishop, mit Eleni und Cassidy zusammen. Jetzt müssen nämlich die Typen hinter uns her und vielleicht, ganz vielleicht, kommen die hier rangeschissen. Genau, dann kann ich nämlich hier schön böses Niederstrecken machen. Und Eleni kann mit dem Feenspeer vielleicht hinterher. Was hat sie denn ausgerüstet? Ist das das Feenspeer? Ich weiß es nicht. Ja doch, hat sie. Ich bin dem Rat einer Arbeitskollegin gefolgt. Nicht dem Fahrrad. Keine Bewegung. The Advice. Und hab gedacht, okay, ich zock noch eine Runde. Weil, wenn ich mich jetzt gleich hingelegt hätte zum Schlafen, dann wäre ich sicher wieder um 11 wach gewesen. Ich hätte gedacht so, oh, Bishop ist noch da. Vielleicht können wir ihn ja retten, was ich nicht glaube. Er kann mal in diese Richtung gehen. Wir sehen uns in der Hölle. Gut. Wen nehmen wir denn als nächstes aufs Korn? Ich möchte auch nicht, dass sie hier weggeht. Nein. Eleni, Pfui. Es sind Feinde in der Nähe. Pfui. Du bleibst mal hier drin. Du gibst mal den Befehl. Stellung halten. Keine Bewegung. Und wir hoffen mal, dass sie jetzt von alleine hier reinkommen. Ah, er ist benommen. Das ist sehr schön. Und du kannst mal Aura der Tapferkeit. Ich glaube, die hast du schon, oder? Ja. Ja, die hat er schon. Das kann ich machen. So, und jetzt hau rein. Ja, das ist doch sehr schön. Sie hat nur Minimalschaden erhalten. Hallo, wo sind denn unsere Gegners? Ach hier. Dann können wir hier nochmal böses Niederstrecken versuchen mit ihm da. Gut. Noch ein kleines bisschen. Kannst mal auf dich selber. Ja, ja, ja. Aua, Blitz. Aua, aua. Nicht gut. Gar nicht gut. Pfui. Pfui. Haben wir nicht irgendwelche Tränke? Einen Trank haben wir noch. Yay. Gut, den nimmst du jetzt mal. Und währenddessen... Ich sehe hier wieder so wenig. Was war's? Tab? Oder Y? Wie viele Gegner haben wir denn noch hier? Zwei Stück. Zwei blöde Magier. Gut, dann rennt der Herr Cassevier. Sind beide verletzt, das ist sehr schön. Gut. Todenah, immerhin. Oh, Eleni. Eleni kann mal dieses hier auf sich machen. Und du... Der ist verletzt, der andere ist tot. Ja, du haust einfach mal drauf. Komm, unterbrich seinen Zauber. Eleni lebt noch. Sehr schön, ich bin schwer verletzt. Halt mich im Leben. Ja, hält dich doch selbst. Hast du keine Heilzauber mehr oder was? Okay, Cassevier. Cassevier. Du hast doch so viele Heiltränke, oder? Zwei Stück. Gut. Oder auch nicht. Und Heidertaschen. Ich trage zu viel. Es sind Feinde in der Nähe. Oh nee, es ist nicht dein Ernst, oder? Na gut, aber du heilst dich jetzt mal. Ja, ja, ja. Nee. Oh, das war jetzt nicht so. Der Kater möchte mal wieder rein, aber das geht jetzt halt nicht. Das geht nicht. Oh, Cassevier. Oh, wo haben wir denn die 7 Tränke her? Oder ist das einfach nur so eine 7, weil das die 7 ist? Nein, wir haben noch 7 Tränke. Dann teilen wir das jetzt mal bitte auf. Ja, 3 Tränke und 4. Dann kann sie den da haben. Dann hoffe ich einfach, dass sie überlebt. Das hier ist noch frei. Gut, und dann... Komm. Ja? Ja? Oh, und Cassevier, könntest du einfach mal angreifen, anstatt nichts zu machen? Ich glaube, das wäre sehr praktisch. Und dann nochmal eine Heilung, bitte. So, und Cassevier, haut jetzt mal bitte zu. Sie liegt noch. Cassevier hat nur ein bisschen Schaden. Oh, jetzt bitte unterbricht den halt mal. Gut, sie heilt sich da schön hoch. Dann kann sie jetzt mal rauskommen. Und hier einen vom Leder ziehen. Bitteschön. Ja, magische Geschosse. Böse. Oh.
Ja, von wegen einen von Leder ziehen, das war nicht so schlau, aber hey, ist gut. Keine Bewegung. Ja, ja. Los, mach ihn fertig. Einer von euch wird jetzt wohl mal gewinnen können. Kesselbier hatte, glaube ich, ganz gute Heilwerte, aber er hat keine Heilertasche mehr. Du halt nicht. Aber er kann nochmal einen Trank abgeben. Und zwar die zwei mittelschwere Wunden heilen. Auch wieder an Eleni. Greifen wir an! Und Eleni kann sich das mal in die Leiste ziehen. Und dann holen wir noch den Dachs. Gut, und die trinkst du mal gleich hintereinander. Während du dann hoffentlich mal triffst hier, der Herr. Immer auf Eleni, immer auf die Frauen. Du bist voll der Macho. Es ist nicht Eleni töten. Nein, Pfui. Lass das. Oh, könntest du mal getroffen werden, der Herr? Das würde mich sehr freuen. Krankheit kurieren nutzt nichts. Ach, Eleni. Oh. So, es ist jetzt egal. Los, hau rein. Ach, er ist tot. Gut, gibt's hier Heiltränke vielleicht? Gut, ich werde hier gleich mal speichern. Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. Ja, ist gut. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ja. Aber wer ist denn jetzt gleich wieder gestorben? Ach, Siri hat wieder irgendwas gemacht. Ach, sie macht immer noch irgendwelche Sachen. So. Wir sagen jetzt mal, bitte kommt alle hierher. So, folgt alle mir nach. So, kommt die andere auch an? Ja, die ist wieder langsam wie die Nacht, aber... So, vielleicht können wir uns ja hier irgendwie hochheilen oder so. Okay, sie ist wieder tot. Ist auch egal. Gut, stöhnen. Alle zu mir. Ich glaube nicht, dass wir rasten. Ja klar, wir können rasten. Natürlich. Ja, ja, Siri, warte mal. Wir machen gleich weiter. Immer mit der Ruhe. So. Wir verteilen erstmal nochmal neue Ausrüstung. Was haben wir denn so gefunden? Armschienen, die nicht identifiziert sind. Ja. Sind das vielleicht starke Armschienen der, des Hügelriesen-Obermods, der plus 50 auf Stärke gibt? Wäre sehr gut. Hast du die jetzt nicht rübergeschoben oder was? Ja. Ja. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Doch, hat sie. Ja. Ach da. Plus 4. What? Plus 3? Plus 4. Ach, es ist ja Pause. 20. Okay, wer möchte denn gerne Rüstungsarmschienen plus 3 haben? Alle mir nach. Du vielleicht kannst du haben. Moment. Ja. Bitteschön. Hast du dir verdient, Eleni? Hallo? Oh, 21. Meine Güte. Dann ist sie noch überladen hier. Alte, ich würde mich ja bewegen, wenn der ganze Mist nicht so schwer wäre. Nee. Ich kann mich mit diesem folgt mir. Ja, ist gut. Ist ja gut. Was lassen wir denn dafür da? Wir haben noch so viel Zeug hier rumliegen. Ich bitte euch, mir sofort zu folgen. Eine Heilertasche, die kann er mal haben. Ja? Und dafür, was macht denn die Gladiatorenklinge? Kann die was Besonderes? Naja, Säure. Hier bitte schön, Bishop. Ja. Da. Dafür lässt du mal das fallen. Und Kettenpanzer fallen lassen. Den kannst du auch mal fallen lassen, dann bist du wieder auf dem neuesten Stand. Du lässt mal die Rüstung fallen und die Rüstung fallen. Das können wir nachher alles wieder aufheben. Und du gibst dafür mal ein paar Sachen weiter. Hier einen Stab. Aber bist immer noch überladen. Interdimensionale Sphäre geben wir nicht weg. Das ist unsere. Unsers ist das. Kampfstab plus 2. Ich glaube, den sollten wir behalten. Oh Mensch, Swings. Wie kann man nur so schwach sein?
Funkelnde Halskette, funkelnde Halskette. Ja, sie kann im Prinzip nichts tragen. Dann gibt es halt mal den Stab weg. Ja, sehr gut. Gut. Wir sind jetzt alle auf dem neuesten Stand. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, greifen wir das Portal an, damit wir an Frau Siri rankommen, die sich ja hier verbarrikadiert. Offenbar sind Feinde. Regeln wir dies erledigt. Erledigt. Ja, dann erledige das mal. Oh, das Portal haut zurück. Nein. Stehen bleiben. So. Sofort. Frau Eleni kann hier mal vielleicht dahin gehen. Geht das, Eleni? Ja, genau. So, ich würde sagen, wir senden den Befehl, nächstes Greifen Ziel angreifen. Gehen aus diesem grünen Bereich hinaus. So, Eleni macht jetzt einmal diesen hier. Yes. Damit dürften... Ach nee, die sind alle noch intakt. Ich glaube, wir sollten nicht zu viel Zauber verschleudern und uns wirklich auf den Einzelangriff konzentrieren. Laskenischer Bastard! Was? Ich komme nicht aus Lasken, du Held, du. Und du kriegst mal das da an. So. Aua. Waren wir das jetzt? Oder war sie das jetzt? Alter, könnt ihr mal bitte das machen, was ihr machen sollt? Greift das nächste Ziel an. Dankeschön. Das geht ja schnell. Gut, so sind wir zügig durch, würde ich sagen. Dann greifen wir mal das da an. Ja. Stehen bleiben. So, Kesselwir, du kümmerst dich jetzt mal um Eleni. So, du kümmerst dich jetzt mal um Eleni. Sehr schön. Und dann kümmern wir uns nochmal um das Portal. Ah, noch mehr Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank. Ist das Bischofs Waffe oder ist das unsere Waffe? So. So, die anderen greifen mal bitte wieder das Portal an. Irgendwie scheine ich gute Zauberresistenz zu haben, weil wir jetzt die funkelnde Schärpe haben. Wie mir ja von Nico empfohlen wurde, sie nicht zu verkaufen. Ich glaube, das zahlt sich gerade aus. Wir kriegen angeblich immer auf die Mütze und entweder ist das wieder mal ein Bug. Die Narren? Ja. Diese Stahlteile sind wirklich nicht besonders intelligent, deswegen könnte man sie als Narren... Ich muss euch schnell töten. Jeder Moment in dieser Ebene, jeder Moment wird wie ein Jahr vergehen. Okay, sie wird jetzt gleich zu Staub zerfallen. Wir bräuchten vielleicht jemanden, der uns heilt. Genau, Eleni. Nee, Eleni heilt nicht Kesselwir. Ja, okay, danach kannst du mal uns heilen. Und Mr. Bishop haut mal auf sie drauf. Und du kannst jetzt mal Böses niederstrecken. Ja, sehr gut. Oh, sie hatte keine Chance mehr, würde ich sagen. Eleni ist Zauber. Oh, wir haben es geschafft. Ist nicht wahr. Gut. Ihr denkt, es ist vorbei. Ihr liegt falsch, Kalamza. Und ich hoffe, dass der Schmerz, den ihr hier verbreitet habt, euch tausendfach wieder fehlt. Ihr habt angefangen. Die Königin der Leichname wird von meiner Niederlage erfahren. Jawohl, aber zu spät. Was auf euch zukommt, wird Rache genug sein. Wenn du meinst, ihr hättet uns auch gleich reinen Wein einschenken können und dann... Wir hätten das auch ohne Kampf klären können. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Wir waren nie diejenigen, die ihr zu fürchten hattet. Nee, ihr wollt nur mein Leben. Schadet ihr eurem eigenen Volk und allem in eurer Ebene. Ja. Die Gefienti werden euch nicht länger angreifen. Dies war unser letztes Bollwerk zur Bergung der Splitter. Es wird keine Angriffe meines Volkes mehr geben. Oh, das ist ja schön. Weil es keinem Zweck mehr dient. Ihr habt euer Schicksal besiegelt. Warum wart ihr überhaupt hier? Also bin ich verloren. Klärt mich auf. Euer Leben verschwindet. Ach so.
Nee, wir brechen ja nicht das Genick. Zweck? Die Splitter, die ihr tragt, werden benötigt. Der Splitter in euch. Alle werden benötigt. Warum hast du uns das nicht erklärt? Das Böse erwacht, Kalakta. Und durch meinen Tod steht ihr nun allein gegen das, was noch kommt. Aha. Nee, wir denken ja nicht in Gut und Böse, sondern ich würde sagen, und was ist das? Ein uralter Feind kommt euch holen. Einer, der seit Jahrtausenden existiert. Ihr habt die Auswirkungen seiner Anwesenheit bereits gespürt und er wird mit der Zeit immer stärker. Ja. Dieser Feind, dieser Fürst der Schatten, wenn seine Pläne aufgehen, wird eure Zivilisation zu Staub und alles Leben wird durch die Dunkelheit verzehrt. Weißt du, das ist ein bisschen unlogisch. Ja, da kommen die an, plündern ein ganzes Dorf und töten alle. Anstatt Nachforschung anzustellen oder so, dann verhalten sie sich selber wie ein, weiß ich nicht, Elefant im Porzellanladen und wundern sich dann, dass sie sozusagen eingeschläfert werden, weil man sie sonst nicht anders rauskriegt. Ja, toller Vergleich übrigens. Ja, der arme Elefant kann da gar nichts für. Wir hätten zusammenarbeiten können. Ja, so. Du kannst sprechen, ich kann sprechen. Da hätte man sich auch wie zivilisierte Menschen unterhalten können. Warum haben wir das nicht gemacht? Ich werde euch im Tod wiedersehen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich glaube nicht, dass ich lange warten muss. Oh, hast du eine Ahnung? Wer ist das denn? Ein Feuerelementar. Gut. Gib mir erstmal meinen Splitter wieder. Ich glaube, wir haben noch ein paar mehr dazu. Physische Boni. Geschicklichkeit, Konstitution und Stärke. Und eine neue Rüstung und Panzerhandschuhe. Ich fürchte, diese Last ist zu viel. Das war klar, aber wir haben wieder mehr Stärke. Wir können theoretisch mehr tragen. Aber jetzt sind wir schon rot. Also. Aber wir haben ein paar Sachen. Drachenblut und noch mehr. Ach, Drachen- und Trollblut haben wir jetzt. Rüstung, die wir nicht identifizieren konnten. What? Naja, wir haben ja Zauber dafür. Die haben wir zwar rausgeschmissen, aber... Nein, ich will nicht ins Tagebuch gucken. Zauberbuch, Zauberbuch. Da können wir ja mal... 1, 2, 3, wir müssen ja gerade nicht mehr kämpfen. Und... Eleni bereitet unsere glorreiche Rückkehr damit vor, indem sie wieder ein paar mehr Bären stärken. Hört sich an wie PS. Das ist dann nicht PS, sondern BS. Wir brauchen mehr BS in der Gruppe. Los, wo ist denn jetzt Bärenstärke? Hier. Für BS brauchen wir Stufe 2. Okay. So, nochmal rasten, Leute. Ja. Ja, ja, ich weiß, Shantra steht da noch. Shantra Bullock, nein. Und dann können wir nämlich, kann sie nämlich ein bisschen was verteilen. Ja. Ich fürchte die... Ja. Gut, ich kann immer noch nicht laufen, dann... Das Schwert kannst du mal haben. Ach ja, wir können ja... Wo ist es denn jetzt? Ach, hier haben wir es noch im Schnellzaubermenü. Was bist du? Enkidus Rüstung. Das erste Impelar. Exemplar dieser Rüstung wurde von Enkidu hergestellt, einem berühmten Krieger aus Karatur. Niemand konnte im Zweikampf gegen ihn bestehen, bla bla, aber er war oft das Ziel von Anschlägen durch Assassinen, Ninjas und Wujin. Seine Rüstung sollte verhindern, dass solche Angriffe Erfolg haben würden, so dass sein Leben und die Ehre seiner Angreifer, die sich sonst blamiert hätten, geschützt wurden. Ja. Es wurden inzwischen viele Kopien erschaffen, doch ihre Macht unterscheidet sich meist deutlich von der des Originals. Rüstungsklasse 8, maximaler GE-Bonus 1. Chancewirkung, bla 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 bla. Metalleisen, Resistenz gegen Stich, Resistenz gegen Hieb. Ich würde sagen, das ist beinahe etwas für den Herrn Kesevier. Der hat doch auch eine Ritterrüstung. Genau, aber die hat nicht so viel coole Sachen. Ja, deswegen. Whoop.
Einmal austauschen. Yay. Was? Diese Boni sind bla bla bla. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Dann kann ich Frau Eleni nochmal auf Casimir verzaubern. Dann auf Bishop. Und dann auf sich selbst. Und dann können wir mal ein bisschen was einsammeln. Ja. So. Ja, ich kann sammeln. So, hier lag doch noch jede Menge herum. Y. Tab. Doch, Y. Hallo, warum wirst du nicht angezeigt? Beutel? Ach so, weil ich die Sachen abgelegt habe. Gut. Na? Wann beschwerst du dich? Gar nicht? So, hier wäre noch jede Menge Kammern gewesen. Aber... Ja, ja, wir reden gleich mit Eleni. Mit Chandra. Ja, gut. Ich würde sagen, dann genießen wir noch die Endszene gleich. Moment. Und wir sehen uns dann nächste Woche in Niewinter, glaube ich, wieder. Es sei denn, sie möchte, dass wir zu Fuß zurücklaufen, was ich aber nicht glaube. Gut. Also, viel Spaß an diesem schönen Wochenende. Ich verabschiede mich schon einmal. Bis dann. Ich bin es langsam leid. Irgendwann müsst ihr euch von mir retten. Natürlich rede ich ja noch. Sonst kann ich meine Schuld nie begleichen. Oh. Auf dem Rückweg nach Niewinter habt ihr genug Gelegenheit, eure Schulden bei uns allen zu begleichen. Ihr bringt mich ja alle erst in Gefahr. Ich zahle nicht eine Münze. Dann entlohnt mich auf andere Art. Hab dich schon mal nicht. Mein Kissen ist nachts etwas kalt. Das könntet ihr sicher ändern. Ihr Furz drauf. Ich lasse nicht zu, dass ihr mit ihr oder sonst jemandem so redet, Bishop. Schlag ihn. Wirklich? Was für eine Überraschung. Wie fändet ihr es, wenn ich euch mit eurer Rechtschaffenheit hier im Laskinner-Gebiet zurücklassen würde? Wir sind hier hingekommen, Bishop. Du hältst zu viel von dir. Wir finden hier auch wieder raus. Oh. Wenn ihr eure Zunge nicht im Zaum haltet, Bishop, schneide ich sie euch ab. Die Eifersucht nimmt hier wohl überhand. Wieso Eifersucht? Sorge. Ich habe auch euer hübsches Gesicht nicht vergessen, holde Anführerin. Ich kann auch auf dein ich Kissen furzen. Ich lasse nicht zu, dass ihr mit ihr oder sonst jemandem so redet, Bishop. Ach, du wiederholst wirklich? Dich. Was für eine Überraschung. Wie findet ihr es, wenn ich euch mit eurer Rechtschaffenheit hier im Laskinner-Gebiet zurücklassen würde? Oh, ich geb dir gleich Rechtschaffen. Wir gehen jetzt mal in die Flaschenpost, okay? Immer nur die gleichen Sprüche auf Lager, wa? Willkommen zurück! Schön, dass ihr alle zurück seid. Und das sogar heil und unversehrt. Ich habe sogar herausgefunden, dass ich ein weiteres Stück in mir trage. Hä? Ein Puzzle? Ja! Hä? Was meint ihr? Hallo, wir reden von den Splittern. Ich weiß, du redest von etwas anderem, vor allem wenn du Chandra anguckst, aber... In der Wunde auf eurer Brust, das bedeutet, ihr tragt den Splitter schon fast euer ganzes Leben lang bei euch. Wir hatten keine Ahnung. Ah, achtet auf das Stottern seiner Worte. Ich glaube, euer Oheim verheimlicht euch etwas. Ruhe, Bishop. Ich weiß nicht, ob ich die geeignete Person bin, euch davon zu erzählen. Ich trage ein Nudelholz. Wenn ihr diese Splitter in euch tragt, habt ihr das Recht, alles zu erfahren. Danke. Danke, danke. Oh Mann. Okay, ich will die ganze Geschichte hören, von Anfang an. Wie war das mit der Eizelle? Vielleicht hat Degen euch bereits davon erzählt. Als ihr noch ein Säugling wart, war Westhafen der Schauplatz eines schrecklichen Kampfes. Der Fürst der Schatten führte eine Armee von Dämonen gegen die Truppen von Niewinter, welche sich im Dorf gesammelt hatten. Westhafen wurde ohne Vorwarnung getroffen. Es entstand Panik, Durcheinander. Dorfbewohner rannten in alle Richtungen, um dem Kampf zu entfliehen. Aber Degens Frau Scheiler und eure Mutter Esmerell taten dies nicht. Sie blieben, um euch zu retten. Während Dämonen und Magusfeuer im Dorf wüteten, kämpften sie sich zu eurer Krippe vor. Als Degen ihr Fehlen bemerkte, war es bereits zu spät. Er konnte nur noch aus der Entfernung zusehen, während das Dorf vom Kampf verzehrt wurde. Okay, aber Degen, der alte Feigling, hat behauptet, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist. Es war nicht meine Entscheidung, geheim zu halten, was eurer Mutter widerfuhr. Mein Bruder wird wütend sein, weil ich es euch erzählt habe. Ich glaube, er dachte, es wäre zu viel für euch. Hallo? Auf jeden Fall war niemand mehr am Leben, ich heiß doch nicht als die paar übrig gebliebenen ins Dorf zurückkehrten.
außer euch. Oh. Eure Mutter war dort. So viel Blut. Und ihr wart an ihre Brust gedrückt mit einer tiefen Wunde in der euren. Sie hatte euch zu schützen versucht, aber der Splitter muss durch sie hindurch in euch gedrungen sein. Niemand wusste, wie ihr das überlebt habt. Aber eure Wunde schloss sich binnen weniger Tage von selbst. Zurück blieb nur eure Narbe. Aber wenn die Wunde durch den eingedrungenen Splitter verursacht wurde, wirft dies viele Fragen auf. Und ich befürchte, mir fehlen die Antworten. Das wäre doch der Auftritt für Sand, oder? Sand, wo bist du? Fragen sind doch ein Spezialgebiet. Ich weiß, es war nicht leicht, mir davon zu erzählen. Danke. Ich schütze dich auch vor meinem Oheim, wenn er das rausfindet. Ja, dann sage ich einfach, lass uns das austragen. Pflegetochter gegen Pflegevater. Schließlich hat er uns das verheimlicht und nicht der Egel. Ich trage es schon lange Zeit mit mir herum. Ich bin froh, dass ich endlich darüber reden konnte. Ja, warum macht ihr zwei so lange Gesichter? Ist jemand gestorben? Wenn ja, wäre das ein Grund zum Feiern für mich. Grobner, wertloser Halbmensch, stimmt dein Lied an, bevor ich euch schlage. Natürlich, Sir Bishop. Ich habe gerade das passende Lied. Übrigens habe ich gerade beschlossen, dass es in unser beider Interesse liegt, wenn ich bei euch bleibe. Nein, muss das sein. Ich werde euch nicht bezahlen, wenn es ihr darauf aus seid. Verletzend, dass ihr unsere Freundschaft so gering schätzt. Ich will nicht mehr Geld. Ja. Mit euch zu reisen ist das größte Vergnügen, das ich seit Jahren hatte. Wir benötigen eure Hilfe nicht mehr. Genau. Aber warum lasst ihr unsere Anführerin nicht für sich selbst sprechen, Paladin, ohne dass ihr für sie sprecht, ha? Nicht nötig, Bishop. Es tut mir leid wegen vorher, aber ihr habt mehr getan als... Komm schon, Duncan, ich schulde euch noch etwas. Wie könnte man es besser gut machen, als auf eure Verwandtschaft aufzupassen? Eine Schuld bleibt eine Schuld. Bis zuletzt. Stimmt's nicht? Ja, ich frage nur ungern, aber was passiert nun? Ich kann nicht zu meinem Hof zurück. Alles niedergebrannt. Wir essen erstmal was. Ich brauche... Ihr dürft gern mit mir reisen, wenn ihr möchtet. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt Duncan euch auch noch ein. Warum? Weil wir jemanden brauchen, der gut aussieht? Ich dachte, dafür wäre ich hier. Wenn Shanra gewillt ist, mit uns zu reisen, könnte das gefährlicher sein als im Schutze der Mauern von Niewind. Nein, andersrum. Andersrum. Hallo? Wir sind die Mauern von Niewind. Hast du das schon vergessen? Gut. Sie scheint mir tauglich genug zu sein. Guck mal, ihren Hintern und ja, ihr Zahnfleisch sieht auch gut aus. Oh, danke. Ich stimme unserem Anführer zu. Und wenn ihr mit uns reisen wollt, ist es euer Recht. Nun, ich danke euch beiden, aber... Nichts zu danken, Bauerngirl. Mit uns zu reisen ist vielleicht die schlechteste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Glaubt mir. Wenn sie bei uns bleibt, seit wann darfst du euch mitreden, Bischof? Aufzuholen. Wir können sie ja nicht ständig retten. Hallo? Mich retten? Ich kann mich selbst retten. Wenn es nicht zu viele Echsenmenschen oder Githyanki sind. Genau, und die macht sie mit dem kleinen Finger fertig. Wir müssen euch ausbilden, damit ihr euch selbst verteidigen könnt. Nun, ich weiß ein Schwert zu führen und kann mich im Kampf verteidigen. Ich meine, ich bin kein Zauberwirker, aber wenn ihr eine zusätzliche Klinge benötigt... Immer. Aber ich gebe zu, ihr habt mich zweimal gerettet. Und wenn ihr mir beibringt, diese Angriffe zu überleben, dann stimme ich zu. Aber es gibt auch ein paar Dinge, denen ihr zustimmen müsst. Ja. Ich mag es nicht, zurückgelassen zu werden, denn immer wenn ihr außer Sicht seid, beginnt plötzlich der ganze Ärger und darauf habe ich wirklich keine Lust mehr. Seht, ich versuche nicht, euch im Weg zu stehen. Aber ich möchte nicht, dass sich unsere Wege wieder trennen. Ich habe zu viel verloren. Ihr lasst mich also nicht allein. In Ordnung? Nein, wir doch nicht. Wenn du nicht gehst, aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du bleiben. Ja, habt mein Wort. Ich bringe euch bei, was ich weiß. Guck mal, so zauberst du. Ich kann nicht zaubern. Guck, so zauberst du. Ich kann aber nicht zaubern. Doch, du musst nur ein. Ich kann aber nicht zaubern. Das wäre dann alles, was ich verlange. Shanra ist eurer Gruppe beigetreten. Während sie von euch lernt, zählt Shanra als freie Gefährtin und wird euch nicht von der Seite weichen. Dann ist ja auch nett, dass sie... Beitreten? Gut, wir brauchen einen Ausgleich für den Paladin. Oder zumindest jemanden, der sich die Pfeile einfängt, falls Grobner schon tot ist. Oder du, falls du schon tot bist. Wir öffnen einige Fässer und ertränken die Flaschenpost im Wein. Ich dachte, du hättest Nashers Ziegenmilch schon ausgetrunken.